Hallo heute von einem ganz besonderen Auto, denn neben mir steht der BMW iX5. Unsere regelmäßigen Leser wissen, was es damit auf sich hat. Das ist ein X5 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Aber wie fährt sowas eigentlich? Genau diese Frage haben wir in der letzten Woche untersucht. Wir sind einige Kilometer damit gefahren und ich möchte jetzt heute euch mal mitnehmen und euch erklären, wie dieses Gesamtpaket so funktioniert. Man muss sich natürlich vor Augen halten, was steckt da drin. Von außen sieht es aus wie ein X5, aber was ist drunter? Wir haben eine Wasserstoff-Brennstoffzelle dort, wo normalerweise der Verbrennungsmotor sitzt. Wir haben zwei Wasserstofftanks, einer quasi im Kardantunnel und einer unter der Rückbank. Wir haben eine Leistungselektronik, einen E-Motor und natürlich auch einen kleinen Akku als Zwischenspeicher im Kofferraum bzw. unterhalb des Kofferraums. Naja, und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, merkt man, das ist eine ganze Menge an Antriebstechnik, eine ganze Menge Komponenten. Das sorgt auch für einiges an Gewicht. Wir reden von ein bisschen über 2,5 Tonnen. Das ist also wirklich kein Leichtgewicht. Und wie das Gesamtpaket funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir beleuchten unter anderem, wie fährt sich das, wie beschleunigt das und natürlich auch, wie tankt man das? Denn das ist sicherlich die Frage, die die wenigsten bisher in der Praxis erkunden konnten. Wenn man sich den Innenraum anschaut, dann sehen wir, dass dieses Fahrzeug einen fast kompromisslos nutzbaren Innenraum hat. Ja, wir haben hier einen etwas breiteren Kardantunnel, aber der ist trotzdem sehr, sehr gut nutzbar. Die Fondbank hat auf jeden Fall genügend Platz. Und wenn wir uns jetzt den Kofferraum anschauen, dann sehen wir auch, dass hier eigentlich keine Einschränkungen gegenüber einem regulären X5 sind, zumindest im Alltagsbetrieb. Ja, hier unten drunter haben wir nicht mehr viel Platz. Hier ist einfach die Leistungselektronik, der E-Motor und eben der Akku als Zwischenspeicher verbaut. Aber wenn wir davon mal absehen, dass es im normalen X5 noch etwas mehr Platz gibt, glaube ich, kann man sagen, dass wir hier wirklich genügend Raum haben. Auch im X5 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ja, wie fährt sich das Ganze nun? Man könnte kurz sagen, wie jedes andere Elektroauto auch. Wir haben einen Antrieb, der lautlos arbeitet, dessen Rekuperationsstufe ich letztlich über den Fahrmodus wählen kann und der sehr, sehr spontan Leistung zur Verfügung stellen kann. Wir reden von 401 PS, das ist also ordentlich Leistung da. Es ist aber, wie schon gesagt, auch eine Menge Gewicht da. Wir sind bei knapp über 2,5 Tonnen und entsprechend ist es schon so, dass das Fahrzeug nicht unbedingt ein Agilitätswunder ist. Im Vergleich zu reinen Elektroautos muss man auch sagen, dass er das Gewicht weniger gut kaschieren kann. Er hat zwar jede Menge Schub, wenn ich jetzt hier Gas gebe, da passiert wirklich was. Aber man muss schon sagen, wenn man Kurven fährt und gerade engere Kurven, dann ist es so, dass er das Gewicht wirklich weniger gut kaschieren kann als ein reines Elektroauto. Und das liegt einfach am höheren Schwerpunkt. Die Brennstoffzelle ist im Endeffekt genauso hoch montiert wie ein Verbrennungsmotor. Und wir haben auch im Heck relativ hoch positioniert den Akku. Der ist zwar relativ klein mit unter 5 Kilowattstunden, aber trotzdem auch der sitzt relativ hoch, weil darunter noch die Leistungselektronik und der E-Motor sitzen. Und insofern muss man wirklich sagen, okay, das Gewicht ist hier nicht nur hoch, sondern man spürt es auch gerade in engen Kurven. Eine spannende Frage ist sicherlich der Verbrauch, denn wir alle wissen, dass es noch nicht unglaublich viele Wasserstofftankstellen gibt. Das ist ein offenes Geheimnis. Momentan logisch, es gibt auch nicht viele Fahrzeuge. Warum sollte es viele Tankstellen geben? Das führt auch dazu, dass die einzelnen Tankstellen so gut wie keinen Wettbewerbsdruck untereinander haben. Also sprich, die Preise sind ziemlich hoch, weil es einfach keine reale Option ist, zu einer anderen Tankstelle zu fahren. So, wie ist nun der Verbrauch? Also laut WLTP ungefähr 1,2 Kilogramm auf 100 Kilometer. Und in der Praxis hatten wir jetzt in der vergangenen Woche ungefähr 1,7 Kilogramm auf 100 Kilometer. Man kann, wenn man auf der Autobahn fährt, wenn wir unser Tacho-Video aufnehmen, bis knapp über 200 km/h auch über 2 Kilogramm verbrauchen. Ein Kilogramm kostet hier aktuell 15,75 Euro. Man ist also mit den Spritkosten, wenn man so will, nicht konkurrenzfähig. Das ist ganz klar. Jedes Elektroauto ist günstiger, jeder Benziner ist günstiger und jeder Diesel erst recht. Das heißt also, über die Kosten kann man hier momentan noch nicht argumentieren. Aber der spannende Punkt im Vergleich zu jedem anderen Elektroauto ist, dass hier das Tanken sehr, sehr schnell geht. Und zwar reden wir für einen vollen Tank, also für in diesem Fall 6 Kilogramm, von irgendwas um die 4 Minuten. Und das schauen wir uns jetzt gleich an, denn das wird relativ schnell gehen, den Tank wieder zu füllen. Ja, wie bei jedem anderen Fahrzeug auch, gibt es hier einen Tankdeckel. Und dahinter verbirgt sich ein Tankstutzen mit einer Schutzkappe. Und jetzt haben wir hier eine Zapfpistole, die wir ansetzen können. Sieht auch nicht weiter spektakulär aus. Und dann wird die hier gekoppelt und angeschlossen. Jetzt läuft der Tankvorgang.
So, nach knapp 4 Kilogramm sagt er also, der Tank ist voll genug. Wir waren ja auch nicht ganz leer, völlig klar. Und jetzt müssen wir nur die Zapfpistole wieder rausnehmen. Die ist jetzt ganz kalt geworden. Hängen sie wieder hier ein. Und das war's. Ja, jetzt habe ich die Aufnahme vom Tanken gerade noch mal analysiert. Also wir haben ungefähr 45 bis 50 Sekunden gebraucht für 1 Kilogramm tanken. Man könnte also sagen, 1 Kilogramm reicht nicht ganz für 100 Kilometer. Wir haben nicht ganz 1 Minute gebraucht. Sagen wir mal, über den Daumen braucht man 1 Minute tanken für 100 Kilometer Reichweite. Bisschen mehr vielleicht. Und man kann damit natürlich sagen, okay, wir spielen in einer anderen Liga als bei den allermeisten Elektroautos. Wenn wir jetzt mal von ganz High-End-Fahrzeugen absehen, die auch in Zukunft beispielsweise die neue Klasse versprechen, in 10 Minuten ungefähr 300 Kilometer Reichweite zu tanken. Aber selbst das ist natürlich eine schlechtere Quote als jetzt hier in dem Fall. Wobei man natürlich auch sagen muss, im Moment ist das Netz für Ladesäulen für Elektroautos noch wesentlich besser ausgebaut als das für Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ja, je intensiver man sich mit dem Thema befasst, umso klarer wird eigentlich die Schlüsselfrage. Wo kommt der Wasserstoff her, den wir ins Auto tanken können? Denn richtig Sinn macht das Ganze eigentlich nur mit sogenanntem grünen Wasserstoff, also dem Wasserstoff, den wir aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen. Sei es Photovoltaik, seien es auch Windkraftanlagen. Und gerade an so Tagen wie heute, wo immer mal die Sonne durchkommt und dann doch wieder relativ konstant scheint, aber es auch Wind gibt, dann sehen wir immer wieder so ein Phänomen, gerade in großen Windparks, dass einzelne Räder stillstehen. Warum? Der Strom wird gerade in dem Moment nicht gebraucht. Der kann im Netz gar nicht verarbeitet werden. Und deswegen stehen die Windräder still. Schade eigentlich, denn man könnte dort Strom gewinnen. Und an der Stelle macht Wasserstoff dann plötzlich Sinn. Denn wenn ich den Strom nicht einfach ins Netz einspeise, sondern mit einem Hydrolyseur tatsächlich in Wasserstoff umwandle, dann habe ich die Energie plötzlich in einer dauerhaft speicherbaren Form, kann sie also dann abrufen, wenn ich sie auch benötige, beispielsweise nachts, wenn es windstill ist und keine Sonne scheint. Und genau hier an der Stelle, wenn ich auf diese Art Wasserstoff gewinne, dann macht es auch Sinn, damit ein Fahrzeug zu betanken. Andernfalls ist es tatsächlich so, dass man drüber nachdenken muss, ob das ganze Konzept so richtig funktioniert, zumindest für PKWs. Denn es gibt natürlich auch andere Anwendungsfälle, beispielsweise Schwerlastverkehr, der große Distanzen mit möglichst hoher Geschwindigkeit, aber auch eben mit sehr hohen Gewichten überwinden muss. Beispielsweise auch energieintensive Industrien wie Stahl, Glas, Aluminium. Hier wird sehr viel Energie gebraucht und da ist Wasserstoff als Energieträger wahrscheinlich unverzichtbar, wenn man dabei nicht auf fossile Energieträger zurückgreifen will, wie man es bisher getan hat. Das sind also Möglichkeiten, die sich jetzt in Zukunft eröffnen und wo Wasserstoff einfach eine Rolle spielen wird. Und wenn wir diesen Wasserstoff dann haben, also tatsächlich in verfügbarer Form und in ausreichenden Mengen, dann werden auch die Preise sinken und dann macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, Autos mit Wasserstoff zu betanken. Heute, offen gesagt, noch nicht so wirklich. Deswegen gibt es auch so wenig Wasserstofffahrzeuge am Markt, weil es einfach keinen relevanten Abnehmerkreis dafür gibt. Aber BMW geht davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. BMW geht davon aus, dass man ungefähr um die nächste Jahrzehntwende, also 2030 rum, dann tatsächlich relevante Stückzahlen davon auch brauchen wird. Und das auch in Fahrzeugklassen, die natürlich immer etwas größer sein werden. Also sprich in einem 1er, 2er, 3er, wie auch immer, macht das Konzept sehr wenig Sinn. Einfach weil es da erstens wenige Kunden gibt, die sehr oft sehr, sehr schnelle Langstrecken fahren. Und zweitens auch, weil dort der Platz einfach beschränkter ist als in einem Fahrzeug wie einem X5, X7, 7er, was auch immer. Also eben große Karosserien, wo ich auch Platz habe, um diesen komplexen Antriebsstrang unterzubringen. Ja, wie lautet jetzt unser Fazit nach einer Woche mit dem BMW iX5? Macht so ein Auto Sinn? 2024 ist die Antwort darauf noch ein ziemlich klares Nein, noch nicht. Die Voraussetzungen wurden einfach noch nicht geschaffen. Einerseits haben wir zu wenig grünen Wasserstoff und andererseits ist der Preis für den Wasserstoff noch viel zu hoch. Das heißt, im Moment ist das kein konkurrenzfähiges Modell, wenn ich dagegen einen Benziner oder Diesel oder auch ein Elektroauto stelle. Die Antwort könnte aber in ein paar Jahren schon ganz anders aussehen. Wenn wir wirklich uns engagieren und grünen Wasserstoff in entsprechenden Mengen zur Verfügung haben, dann wird er auch viel günstiger sein. Wenn es mehr entsprechende Fahrzeuge gibt, gibt es mehr Tankstellen höchstwahrscheinlich und entsprechend fallen die infrastrukturellen Nachteile mit der Zeit weg oder werden zumindest kleiner. Dann steht so ein Fahrzeug in direkter Konkurrenz zu anderen Modellen, die Langstreckenfahrten ermöglichen. Natürlich Diesel und Benziner. Aber wenn wir von einer emissionsfreien Zukunft reden, von einer lokal emissionsfreien Zukunft, dann eben auch in Konkurrenz zu reinen Elektroautos. Da
tut sich auch eine ganze Menge, weiß jeder. Die neue Klasse von BMW beispielsweise, dort will man in 10 Minuten 300 Kilometer Reichweite tanken können, wenn man eine entsprechend schnelle Ladesäule findet. Und solche Fahrzeuge sind also auch eine harte Konkurrenz für Fahrzeuge wie dieses. Und man muss natürlich sagen, beim Elektroauto habe ich insgesamt einen wesentlich weniger komplexen Antriebsstrang, habe einen besseren Gesamtwirkungsgrad und insofern ist das wirklich eine harte Konkurrenz. Aber wer sehr schnell tanken will, wem das so wichtig ist, dass er wirklich auch auf langen Strecken nur kurze Pausen machen muss, um nachzutanken, für den ist die Wasserstoffbrennstoffzelle eine spannende Option. Genau für diese Zielgruppe will BMW noch bis zum Ende des Jahrzehnts, also vor 2030, ein Serienfahrzeug auf die Straße bringen. Wir werden das beobachten. Es wird dann sicherlich nicht mehr auf dieser Fahrzeuggeneration basieren, sondern vermutlich auf der Basis des nächsten X5. Vielleicht findet man dadurch auch noch Platz für 1-2 Kilogramm mehr Tankvolumen. Wir werden es sehen. Und ich glaube, hier sind insgesamt noch nicht alle Würfel gefallen. Hier ist noch viel Bewegung drin. Und das ist ein spannendes Thema, was uns in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Auch wenn ganz klar ist, Stand heute ist Wasserstoff-Elektromobilität noch ein Nischenthema, was nur für ganz, ganz wenige Menschen funktioniert. Aber die nächsten Jahre werden da Veränderungen bringen und wir bleiben dran und werden es weiterhin beobachten und begleiten. Bis demnächst beim nächsten Video.